sind wir jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, was wir mir so für Outdoor-Kleidung tragen, ob wir irgendwelche Marken haben, die wir bevorzugen, auf was wir Wert legen, was eine gute Outdoor-Kleidung kostet. Und darum habe ich mir gedacht, mache ich da jetzt einfach mal ein separates Video für euch. Gleich vorweg möchte ich sagen, gute Outdoor-Kleidung muss nicht unbedingt teuer sein. Also ihr könnt Top-Qualität mit Lidl-Outdoor-Kleidung erwischen, kann aber genauso gut auch ein Schmarrn sein und genauso kann es auch bei sauteuren Produkten sein, wo ich meine, jetzt habe ich 200 Euro dafür ausgegeben und es entspricht trotzdem nicht meinen Erwartungen. Man kann das so durch die Bank nicht sagen, das kann man absolut nicht pauschalisieren. Ihr müsst es wirklich anprobieren, vergleichen, testen. Für mich ist einfach bei Outdoor-Kleidung wichtig, es muss funktional sein, bequem. Es muss wasserdicht sein oder sollte wasserdicht sein und es sollte einigermaßen sich der Umgebung anpassen. Also jetzt nicht unbedingt in Neonfarben rumrennen. Ich schaue halt einfach, dass ich entweder schwarze Kleidung erwische, olivgrün, braun, einfach was Dunkles, was sich der Umgebung ein bisschen angleicht, ein bisschen tarnt. Ich würde sagen, ich stelle euch jetzt einfach mal mein Kleidungssetup vor, was ich im Moment trage. Es ist jetzt eine Kleidung, die eher ausgerichtet auf die Übergangszeit ist, also Herbst oder Winter. Ich stelle euch einfach von Kopf bis Fuß alles vor, warum ich genau diese Kleidung ausgewählt habe, was da die Vorteile dran sind. Schauen wir an! Fangen wir mit dem Schuhwerk an. Ich trage hier den Hike Scout. Da habe ich übrigens ein detailliertes Produktvideo drüber gemacht. Ich blende euch da mal den Link hier ein. Den Schuh trage ich, weil er einfach wasserdicht und atmungsaktiv ist. Ich habe hier ein Nubuck-Leder als Obermaterial und eine Vibram-Sohle. Ich finde an der Sohle toll, dass man, wie soll ich das beschreiben, wenn man auftritt, dann verformt sich die Sohle mit, also die ist bewegungsfähig, beweglich. Außerdem habe ich hier bei diesem Schuh ein sogenanntes Zwei-Zonen-Schnürsystem. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier unten und hier oben den Schuh verschieden fest zu binden. Hier unten beispielsweise jetzt ein bisschen lockerer und hier oben richtig fest, dass man einen guten Halt hat im Schuh. Und hier habe ich so ein Schnürsystem. Also ich binde die Schuhe nicht wie andere Schuhe, sondern ich ziehe sie fest. So, dann rolle ich das Schuhband ein, die Schnürsenkel. Und hier hinten am Schuh ist so eine Tasche. Da kommen dann die Schnürsenkel rein. Da habe ich in dem Produktvideo schon erwähnt, dass das ein kleiner Nachteil an dem Schuh ist, weil die Tasche ein bisschen klein ist. Aber man hat den Vorteil, wenn das hier so weggespannt ist, bleibt man nicht an Dornen oder Ästen hängen mit dem Schuhband und reißt sich dann ungewollt die Schuhe auf bzw. öffnet die Schnürsenkel. Außerdem wichtig ist mir bei meinem Outdoor-Schuh, dass er über den Knöchel geht. Also die Knöchel sind ja geschützt, man hat dadurch auch einen besseren Stand, besseren Halt. Und ja, der Schuh hält halt wirklich alles ab. Wir haben da einen ausgiebigen Matsch- und Wassertest gemacht und die Füße bleiben wirklich auch nach einer 2-Stunden-Wanderung trocken. Das hat schon einen großen Vorteil. Ja, preislich liegen wir mir hier bei 200 Euro. Ich muss zugeben, das ist nicht ganz günstig, aber es lohnt sich. Wir haben den Schuh jetzt seit ungefähr einem halben Jahr im Gebrauch. Also ich habe ihn jetzt die ganze Wintersaison über getragen. Es war ständig nass, ständig matschig. Ich bin nie nass geworden. Also ich bin echt zufrieden mit dem Schuh. Den kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Erwerben könnt ihr den Schuh bei Hike selber oder natürlich im Online-Shop oder noch besser im Fachhandel bei eurem Schuhhändler des Vertrauens. Dann geht's weiter mit der Hose. Ich trage hier eine Hose des Herstellers TNP. Das ist eine extra Outdoor-Hose, ist vergleichbar mit einer Hose von Fjällräven. Allerdings kostet die nur ein Drittel so viel wie die Fjällräven. Ist bestellt in Schweden, es war zugegeben etwas kompliziert, weil der gesamte Onlineshop auf Schwedisch ist und die haben eine extra Größenumrechnung. Aber für den Preis lohnt es sich wirklich. Schauen wir mal auf die Details.
So, also die Hose besteht aus einem sogenannten TPX-Stoff, der ist atmungsaktiv und trocknet schnell, beziehungsweise der lässt das Wasser gar nicht so einziehen. Und um das zu verstärken, haben wir uns damals beim Hersteller noch einen Bienenwachsklumpen mitbestellt. Den reibst einfach auf und dann soll die Hose entweder in Trockner oder gebügelt werden oder geföhnt, dann zieht das Wachs schön ein und man bekommt hier eine durchgängige Imprägnierung. Und dann war es wirklich so, man hat sich auf dem nassen Boden knien können und es ist kein Wasser durchgedrungen. Wenn wir gleich vom Wasser sprechen, möchte ich hier erwähnen, wir haben hier eine Verstärkung an den Knien, dann hier am Beinabschluss und eben der Po ist verstärkt hier bis unten. Was ich auch praktisch finde, die Verstärkung, die geht bis hier runter, weil man kniet sich ja oft hin und die Schuhe gehen dann genau hier in diesen Bereich. Wenn man nasse Schuhe hat, hat man dann hier auch einen nassen Fleck auf der Hose, was sehr unangenehm ist, besonders wenn es kalt ist. Drum finde ich gut, dass die Verstärkung hier so weit runter geht. Außerdem haben wir eine elastische Taille. Ja gut, das sieht man jetzt nicht unbedingt, weil ich den Gürtel anhabe. Aber die passt sich der Taillenform an. Dann habe ich hier wirklich viele Taschen und auch große Taschen. Teils mit Reißverschluss, teils mit Clip. Ihr seht, hier verschwindet meine Hand ganz drin. Das ist echt praktisch. Und genauso die hier, die geht also bis hier runter. Wenn man draußen ist, man hat ja immer alles Mögliche dabei. Krimskrams oder man sammelt was. Hier das Gleiche. Da ist natürlich praktisch, wenn man viele Taschen hat. Hier hinten habe ich auch nochmal zwei Taschen mit Reißverschluss. Genau. Und, Moment, da muss ich jetzt runterzoomen. Was ich auch noch sehr praktisch finde, ist hier unten am Hosenabschluss habe ich nochmal so einen elastischen Zug drinnen. Und ich kann mir also die Hose jetzt hier ganz eng um den Schuh machen, dass hier auch keine Feuchtigkeit von unten reinkommt. Die Hose sitzt jetzt nicht ganz so eng wie die von Fjällräven. Die Fjällräven-Hose ist ein bisschen enger geschnitten. Ich glaube, das ist jetzt aber auch nur ein Nachteil bei uns Frauen. Bei den Männern sieht man da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Preislich, habe ich vorhin schon erwähnt, liegt sie sehr viel weiter drunter als die Fjällräven. Wir haben hier bei ungefähr 50 Euro. Bestellen könnt ihr die Hose bei etaboutdoor.se. Durch in die Videobeschreibung unten nur einen Link eine von genau der Hose, dann könnt ihr mal da den Hersteller bzw. die Seite, wo ihr die Hose erwerben könnt, anschauen und auschecken. Viel Spaß beim Größenumrechnen. Weiter geht's mit meiner Softshell-Jacke, die nennt sich Deep Rock Pika Peak, kostet um die 80 Euro, ist wind- und wasserabweisend und atmungsaktiv, ist relativ dünn. Ich habe hier nochmal so eine Zwischenschicht, sieht man jetzt nicht, hier ist so eine Zwischenschicht drinnen. Innen nochmal ein weicher Vlies. Die Jacke hat jetzt so orangene Absetzungen, seht ihr. Da werden jetzt die einen oder anderen sagen, ist nicht ideal für draußen. Ja. Wenn ich gänzlich unsichtbar bleiben möchte, dann schon. Aber ich habe die Einstellung, wenn ich im Wald unterwegs bin, ich muss mich nicht verstecken. Ich möchte nicht unbedingt gesehen werden. Aber jetzt so kleine Absetzungen, da denke ich mir nichts dabei, weil ich bin meistens auf meinem eigenen Grund unterwegs, beziehungsweise auf Privatgrund. Und da tue ich nichts Verbotenes. Außerdem finde ich jetzt, abgesehen von der Kapuze, geht es eigentlich mit den Absetzungen. Es ist jetzt nicht sonderlich auffällig. Ja, das Material von der Jacke, ich habe vorhin schon gesagt, das ist eine Softshell-Jacke, das ist jetzt natürlich reines Polyester. Fangen wir mal oben an. Die Jacke hat hier eine Kapuze. Was ich bei der Kapuze so praktisch finde, ist, dass sie hier vorne, ich weiß nicht, ob man das jetzt gescheit erkennen kann, man hat da beim Kapuzenabschluss nochmal so eine Art Regenverdeck vorne dran. Das heißt, die geht ein bisschen weiter als normale Kapuzen und wenn es jetzt regnet, mir geht es oft so, dass dann genau hier runter tropft und dann trotzdem auf die Nase.
Und die hier geht wirklich schön weit vor. Außerdem kann man sie hier verstellen. Man hat hier zwei solche Zip-Verschlüsse. Und wer keine Kapuze braucht oder wem es nicht taugt, der kann die einfach abmachen. Da ist ein Reißverschluss drin. Einfach Reißverschluss aufmachen und die Kapuze ist weg. Dann habe ich hier unter den Achseln so Ventilationsverschlüsse, Reißverschlüsse. Wenn ich recht schwitze, kann ich da aufmachen. Außerdem habe ich hier zwei große Taschen. Hier innen nochmal eine große Tasche, eine Handytasche. Und auf der anderen Seite auch nochmal eine große Tasche und auch nochmal so eine Handytasche. Außerdem, was mir total taugt, ich kann hier bei den Ärmeln, da gibt es nochmal einen zusätzlichen Klettverschluss. Das heißt, ich kann mir die Ärmel hier ganz eng stellen, wenn ich das mag, dann zieht es nicht rein oder es kommt kein Wasser rein. Außerdem habe ich hier eine sogenannte Innenärmelstulpe. Das heißt, ich kann hier nochmal so ein Stück Stoff rausziehen, da kommt der Daumen durch. Und dann hat man zum einen hier eine Verlängerung für kalte Tage, wenn man kalte Hände bekommt. Und zum anderen ist natürlich die Stulpe hier direkt vernäht. Das heißt, es zieht noch weniger hier rein. Außerdem kann ich an der Taille, da muss ich jetzt eine Etage höher gehen, dass ihr das seht. Ich habe hier in den Taschen so einen Kordelzug. Und hier kann ich quasi die Jacke ganz eng an die Taille anpassen. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn mir hier der Wind reinzieht. Darum habe ich das ganz gern hier eng am Körper abschließen, dass mir da nicht kalt wird. Da bin ich ganz empfindlich. Erwerben könnt ihr die Jacke bei outdoor-shop.de. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, sie kostet 80 Euro, gibt es in verschiedenen Farben. Und ist jetzt eben so für die Übergangszeit geeignet. Herbst, Frühjahr, kommt natürlich immer drauf an, wie kalt es ist. Und im Sommer würde ich es jetzt an kühleren Tagen auch tragen. Also eigentlich bis auf den Winter für jede Jahreszeit geeignet. Außerdem finde ich praktisch, ich habe hier am Ärmel nochmal einen extra Klettverschluss. Da kann ich den Ärmel individuell an meine Handgelenksgröße anpassen. Und es gibt hier eine sogenannte Innenärmelstulpe. Das heißt, ich habe hier noch so ein Stück Stoff, das ich hier als Verlängerung rausziehen kann. Ist ganz praktisch als Handschuhersatz bei kälteren Tagen. Und es ist hier natürlich direkt mit dem Stoff vernäht. Das heißt, es zieht hier auch nicht rein. Apropos reinziehen. Ich kann hier, wenn ich in die Taschen lang, hier einen sogenannten Kordelzug, da kann ich mir die Jacke ganz eng an die Taille anpassen. Das heißt, sie ist jetzt hier ganz eng abschließend. Ich mag das nämlich überhaupt nicht, wenn ich draußen unterwegs bin und es zieht da unten bei den Nieren rein. Das mag ich überhaupt nicht. Also das finde ich echt toll. Man kann die Jacke an jeder Öffnung ganz eng an den Körper anpassen. Jeder hat andere Maße. Da finde ich es einfach gut, wenn man die Möglichkeit hat, die Jacke auf seine eigenen Maße anzupassen. Ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Jacke kostet 80 Euro. Erwerbbar ist sie bei outdoorshop.com. Das ist ein ganz toller Outdoor-Shop, der wirklich für jedermann was dabei hat, von Hose über Jacke über Cape. Da ist alles mit drin. Klickt mal rein. Für wärmere Tage habe ich noch eine Weste. Der Hersteller ist ein echter Zungenbrecher, das ist Kai Kiala. Die Weste ist aus sogenannten Stretch-Fleece. Ich mag die total gerne, weil sie sich total am Körper anpasst. Und also das Stretch-Fleece, das verdient schon wirklich seinen Namen. Sie ist sehr dehnbar. Der größte Vorteil an der Weste für mich ist, dass hier das Rückenteil länger geschnitten ist als der Rest und somit die Nieren wieder gewärmt sind. Ganz wichtig. Ich habe hier eine kleine Tasche. Die ist wirklich nur sehr klein bemessen. Das Fleece ist einfach atmungsaktiv und hat eine gute Wärmeregulation. Das heißt, wenn ich schwitze, die Feuchtigkeit wird gut nach außen transportiert, aber andersrum auch die Körperwärme, die bleibt auch gut erhalten.
Der Preis ist jetzt allerdings nicht ganz minimal. Ich habe für diese Weste hier 80 Euro bezahlt. Die habe ich damals beim Globetrotter gesehen und mir eingebildet. Ich finde sie einfach toll, weil sie so eng geschnitten ist. Ich bin ja sehr zierlich gebaut und die meisten Outdoor-Kleidungen, die haben halt zum einen eher auf Männer ausgelegt und zum anderen nicht unbedingt eng geschnitten. Ich lege jetzt draußen keinen großen Wert auf meine Figur. Dass da die Proportionen irgendwie betont werden, aber ich mag es einfach eng anliegend, weil ich das Gefühl habe, es wärmt mich eher. Es kommt einfach nicht der Wind unten rein. Das mag ich einfach, so ein angenehmes Tragegefühl. Ja, wie gesagt, ich habe sie damals bei Globetrotter gekauft. Ihr könnt es aber auch bei Kaikiala selbst erwerben oder auch in anderen Online-Shops, wenn es euch gefällt. Also das ist jetzt kein Must-Have. Das ist einfach nur so ein Outdoor-Gegenstand, der mir gefällt. Gell, Finja? Zu guter Letzt mein Hut. Der Hut ist reine Schurwolle, Loden. Ich habe den damals beim regionalen Gartencenter gekauft. Also ich glaube, das, wenn ich euch jetzt nenne, das bringt nichts, falls ihr euch für den Hut interessiert. Ist von Australian Skippies Adventure Wear. Wie gesagt, das ist ein reiner Lodenhut. Ich habe hier auch noch, wie bei den Cowboyhüten, so ein Hutband und kann mir quasi die Hutform einstellen von ganz locker so oder eben so ein bisschen hochgekrempelt, wie es eben einem gefällt. Ich bin nicht so der Kappi-Typ, ich finde, das steht mir nicht. Und ich habe ewig nach einem Hut gesucht für draußen. Das ist auch so eine Sache für sich als Frau, ein Outdoor-Hut. Die haben meistens einfach zu groß oder der Schnitt hat mir nicht gepasst. Ja, den Hut habe ich von meinem Göttergatten geschenkt bekommen, hat 50 Euro gekostet. Und mit dem bin ich echt super zufrieden. Gibt es natürlich auch in der Männerversion, den gleichen hat der Andi auch. Vielleicht schaut es mal rein. Also, wie gesagt, Australian Skippies. Haben bestimmt noch andere Hüte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Falls ihr auf der Suche seid, vielleicht ist da das Richtige für euch dabei. Das war jetzt meine Outdoor-Kleidung. Vielleicht ist für den einen oder anderen ein Teil dabei, das euch interessiert. Ich setze euch unten in die Videobeschreibung natürlich nochmal den Link zu den einzelnen Kleidungsstücken und den Shops, wo ihr sie erwerben könnt, ein. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu einem bestimmten Teil habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare einschreiben. Beantworten wir natürlich gerne. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, Outdoor-Kleidung muss nicht teuer sein. Ich habe jetzt hier relativ hochwertige Kleidung. Weil ich einfach von den Marken überzeugt bin und ich auch dementsprechend lang was davon habe. Aber ich habe auch genauso gut Outdoor-Kleidung von Lidl und Aldi daheim. Gibt es ja immer wieder Angebote, wenn sie so Outdoor-Wochen haben. Ich kann es jetzt nicht pauschalisieren, aber die Sachen, die ich mir bis jetzt gekauft habe, die waren immer top. Waren von der Preis-Leistung zum einen gut und von der Tragedauer, wie lange sie gehalten haben, habe ich mich eigentlich für den Preis auch nicht beschweren können. Ihr müsst es einfach mal selber ausprobieren. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt die Outdoor-Kleidung, weil jeder hat eine andere Passform, jeder legt auf andere Dinge Wert. Dann müsst ihr einfach selber rumprobieren. Das ist jetzt nur so meine Outdoor-Kleidung, die ich toll finde, von der ich überzeugt bin. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja bei euch irgendeine bestimmte Marke, wo ihr sagt, ja, davon kaufe ich mir meine Outdoor-Sachen, weil da passt die Qualität immer, die Passform passt, ich bin rundum überzeugt. Da würde mich interessieren, auf was ihr Wert legt und welche, ob es irgendwie eine Marke gibt, die ihr toll findet, die ihr ständig kauft. Lasst es mir einfach unten in den Kommentaren da, damit rein. In dem Sinn verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wer uns noch nicht abonniert hat, ich setze euch hier den Abonnieren-Link rein und schaut mal noch in dieses Video oder in dieses Video. Macht es gut. Bis dann.